Yo, yo, yo! Hallo und herzlich willkommen bei der Konzi und Nora Show. Hallo. Ich habe mir für den Advent jetzt was ganz Besonderes überlegt, und zwar, dass mein Freund Konstantin und ich jede Woche, also was heißt jede Woche? Ja doch, einmal pro Woche bis Weihnachten halt jetzt einen kleinen Podcast aufnehmen. Cool. Und heute ist das erste Mal. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe auch schon kleine Thematiken mir überlegt. Und kommen zu unserem ersten Thema am heutigen Tag. Yeah. Nämlich haben ja diese Woche wieder alle ihre Spotify-Jahresrückblicke gepostet. Oh yeah. Und ich finde das immer ganz spannend. Aber ich dachte, man kann es ein bisschen cooler noch machen, wenn man richtig über seine Sachen redet. Und also, ich habe ja mein Format, du bist, was du liest, aber du bist ja auch, was du hörst. Richtig. Und die Musik, die du magst und so hörst, sagt viel über dich aus. Wobei wir sehr viele Gedanken auch noch zu Spotify allgemein haben. Zum Jahresrückblick allgemein. Stimmt's, Konstantin, was hast du gesagt? Der Dezember ist gar nicht mit da drin. Naja, die Frage habe ich mir gestellt. Ja. Aber erstmal finde ich es eigentlich eine ganz witzige Sache. Ich bin, glaube ich, auch einer der Ersten, der das immer an so ein paar Leute schickt. Echt? Ja. Du schickst das? Ja. An wen? Naja, es sind immer in der Familie. WhatsApp-Stories. Und in meine WhatsApp-Stories. Und so ein paar Leute, wo ich weiß, dass man sie auch damit ärgern kann, weil sie es nicht so wichtig finden und denen es eigentlich egal ist. Aber für mich selber ist es natürlich auch immer eine Überraschung. Ich bin sehr gespannt auf deinen Rückblick. Wollen wir direkt einsteigen? Hast du ein Handy? Auf meinen Rückblick? Wird er jetzt hier ausgeschlachtet? Naja, klar, ja. Nein. Konstantin, darum geht's jetzt. Ich erzähle über meinen, dann du holst aber deinen. Also, okay. Wir müssen auch nicht alles verraten, aber ein bisschen was. Wer sind deine Top-KünstlerInnen? Nee, um den Spannungsbogen ein bisschen zu schlagen, bei dir ist es wahrscheinlich weniger spannend, wenn man den Podcast und deine Videos verfolgt, dann kann man sich eigentlich sehr sicher sein, wer hier Nummer 1 ist bei dir. Fangen wir doch an mit den meisten gehörten Minuten, also meine gehörten mit Minuten. Mit den meisten gehörten Minuten. Mit den meisten. Und ich habe bei dir schon mal reingeschaut, das war wenig, fand ich. Ja. Das war wenig Minuten. Du hast nämlich 16.597. Dabei hörst du ja eigentlich relativ viel Musik. Ja, aber jetzt, da ich auf Arbeit 6 Stunden nichts höre, abends habe ich meine Meetings, weil ich höre nichts mehr. Früher habe ich in Erfurt mehr gehört, weil ich längere Wege hatte, aber hier brauche ich zur Arbeit 10 Minuten und zurück 10 Minuten. Das hier sind die Wege kürzer als in Erfurt. Und du hast hier immer deine Musik an. Ja, ich mache meistens, aber wir hören meistens über meinen Account, das stimmt. Das ist wahrscheinlich alles auch verzogen bei diesem Jahresrückblick von mir. Und man muss sagen, du machst dir auch oft Schallplatten an. Ja. Weil das natürlich auch da nochmal ein Flair hat. Ein anderes Feeling ist. Und das machst du aber oft auch, wenn ich nicht da bin. Ja. Also denke ich schon, ich denke, dass du der Schein trübt von der Zahl und du eigentlich schon mehr Mucke hörst. Mhm. Weil das ist ja schon das so. Das kann man doch, wie rechnet man das, wenn man jetzt diese 16.000, sagen wir jetzt mal 16.500, wenn ich es durch Tage will, rechne ich dann durch 365? Na, du musst, ja, wie viel? 45 Minuten am Tag? Rechnet man das so? Sorry. Willst du jetzt, wie viele Tage das insgesamt sind? Ja, wie viele Tage man Musik gehört hat? Nein, wie viele Minuten am Tag ich höre. Ja, das wäre ja dann. Ja? Also geteilt durch das Jahr. Ja? Ja. Ich bin mir unsicher, aber okay, ja. Dann wären es nur 45 Minuten am Tag. Yep. Okay, das sind aber doch viel. Jetzt sag mal bei dir. Ja, rechnet das mal aus. Ich sag erstmal deine Zahl an die lieben Hörer. Achso, das haben sich liebe Hörer und Hörerinnen. Das sind 53.110 Minuten am Tag und das wären 145 Minuten. Ne, Minuten insgesamt und das wären 145 Minuten. Mhm. Über 2 Stunden. Ja. Wo höre ich das denn? Abends, du hast dauernd immer, Konstantin hat wirklich immer irgendwelche Musik an. Ich weiß nicht, auf welchen Höhlen der das immer rausholt. So, gibt ein Like, wenn ihr auch immer Musik an habt. Gibt ein Dislike, wenn ihr das nicht habt. Nein, bitte keine Dislikes geben. Nee, dann schaltet einfach ab. Dann schreibt einen Kommentar. Das ist ja wichtig, Musik zu hören, auch nebenbei. Finde ich auch, aber
Man macht es ja auch immer, zum nicht Lernen. immer, nicht immer nur Und deine. naja, aber man macht es ja zum Beispiel, ich studiere und wenn, manchmal macht man ja so Lo-Fi, Hip-Hop-Beats oder so irgendwas zum Lernen oder wenn man was zusammenfassen will. Da läuft Spotify eigentlich immer. Da glüht Spotify eigentlich immer. Okay. Es gibt natürlich auch viele andere Was coole machst du dir zum Lernen an Lo-Fi? Streaming-Anbieter, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, Es ob gibt zum es. Beispiel noch Apple Music, hatte ich auch mal ein halbes Jahr. Oder Napster. Oder Digstar. Ich weiß aber nicht, ob die das haben. Deezer, Das würde mich mal interessieren. den Jahresrückblick? Ja, könnt ihr das mal in die Kommentare Apple schreiben, die Music lieben hat es, Leute, die glaube das ich. haben? Schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch habt. Und wie viele Minuten ihr gehört habt. So, nächste Sache, Top-Genre. Genre. Top-Genre, gut, dann fange ich an. Top-Genre, deutscher Hip-Hop Was? ist mein Top-Genre. Das glaube ich nicht. Konstantin hört das war da wirklich ungefähr nie, aber vielleicht hörst du es beim Gehen. Für Für Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein wahrscheinlich. Ja, aber das wird auch mit meinem Top-1-Künstler zusammenpassen, den ich habe. Es ist ja auch, ich glaube, unter Hip-Hop ist da auch generell Rap und alles mit unter in einem Genre gepackt, also sobald es deutschsprachig ist. Und ich höre ja dann schon eher so Rap, würde ich sagen. Deshalb es passt schon. Echt, ich find's wild. Ich meine, ich habe in meiner, bei den Top-Künstlerinnen habe ich nur einen nicht deutschsprachigen Künstler drin. Okay, hä? Wild. Und das ist ja schon, das finde ich auch wild. Also für mich ist Konstantin so einer, der hat so Schlager. Funk, Indie, so Soul. Soul, Jazz, sowas und kein Hip-Hop. Also wenig. Na doch, ich bin ja schon einer von der Street. Schon in Du meinem könntest Block. nicht weniger von der Street sein. Wo soll ich denn sonst herkommen? Aus dem Himmel. Ach, Superjahr. Das war jetzt ein Leak. Das wussten die. Das ist eine coole Stadt. Besucht Wuppertal. Ja, fahrt mit der Schwebebahn. Ich bin noch nie mit der Schwebebahn gefahren, weil die immer leckert. Anyway, mein Top-Genre ist Dance-Pop. Was ist das denn für eine Kategorie? Ja, Also für ein Pop, zu dem man Genre. tanzen kann. Ich keine Ahnung. Davon höre ich auf jeden Fall am meisten. Dance Pop ist doch wahrscheinlich deine Top 1 Künstlerin, oder? Das wäre ein Taylor Swift. Jetzt hast du es ja auch schon gesagt. Ich wollte von Ja. unten nach oben. Ach so, na Aber gut. das wusstet ihr bestimmt schon beim Okay, machen Zuhören. wir von unten. Billie Eilish, was mich sehr wundert, weil ich habe ihr eines Album nur so einmal durchgehört oder zweimal. Aber was ich sehr gefeiert habe, war obviously Happier Than Ever. Der Song. Den habe ich schon oft gehört. Ist leider nicht im Ohr. You call me again, drunk in your Benz. Ach der. Muss man da jetzt GEMA bezahlen, weil du das so schön gesungen hast? Wahrscheinlich schon. Naja, die 5 ist eigentlich egal. 5 und 4, das ist so, die sind auch so klein. Das sagt auch, kann ich, also du kennst sie eh nicht. Da kann ich jetzt eh nichts zu dir sagen. Ich würde nur die Top 3 bei mir sagen, weil die kennst du eigentlich alle. Und der dritte Platz ist Marvin Gaye. Das ist der einzige, der Nie nicht gehört. deutschsprachig ist. Ja, das ist einer der bekanntesten R&B-Soul-Sänger der Welt. Das ist in den USA. Ich bin mir aber nicht sicher, warum der Platz 3 ist. Wahrscheinlich, weil ich dann immer irgendwie Platten von ihm durchhöre. Platz 2 ist bei mir Materia. Aber auch, weil er ein neues Album rausgebracht hat und das lief einfach so auch mal im Hintergrund die ganze Zeit. Finde ich gut. Also höre ich auch gerne. War ich aber auch überrascht. Und mein Top 1, sag ich gleich, wenn du deine Top 3 und deine Top 2 gesagt hast. Aha, mein Top 3 ist Katja Krasavice. Ne? Die habe ich Das wäre ja tatsächlich. auch deutscher Hip-Hop. Ja, die habe ich. Da hatte ich eine sehr große Phase und ich mag die eigentlich. Ich folge dir auch gerne auf Instagram. Die ist crazy. Ist krass, ist cool. Crazy. Crazy Girl. Auch Mami ist ihr Album und da habe ich dann. Ja, ich mag ja manchmal Hip-Hop, das gibt mir ein gutes Feel. Und da tanze ich. Auch Und Selbstbewusstsein. auch Selbstbewusstsein tatsächlich, ja. Mein Platz 2 ist Lorde. Ihr Album habe ich ja schon auch rauf und runter gehört, wobei jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also jetzt gibt es noch drei Songs, die ich höre, und zwar Mood Ring, Hold No Grudge und Helen of Troy. Und die letzteren beiden sind ja beides Deluxe-Songs. Von Wie ihr daher, wisst. wie ihr wisst. Und gehen wir nicht auf ein Lord-Konzert irgendwann? Ja, nächsten, das freue ich mich aber auch sehr. Das Album ist schon gut, aber es ist eher so eins, was man auf Schallplatte anmacht im Hintergrund. Und ich bin ja eher so Dance-Pop. Ich mag ja so. Ja, du tanzt da Gute schon viel Laune. drauf. Ja.
Gut, ja. Mein Platz 1 ist, war tatsächlich letztes Jahr auch schon. Das Und wundert das, vielleicht kommt auch deutscher Hip-Hop als Top-Genre. Mich wundert es auch. Es ist auf jeden Fall Haftbefehl. krass. Ich weiß nicht. Ich bin in Frankfurt geboren worden, Frankfurt am Main. Vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen. Offenbar Frankfurt ist ja nicht weit weg, aber ich weiß, dass er auch ein neues Album rausgebracht hat und dass ich das ein paar Mal gehört habe. Auch gerade so zum Sport, da pusht es schon nach vorne. Was mich aber eh wundert, ist zum Beispiel mein Top-Song, kann ich einfach verraten, das Gold Rush von Taylor Swift. Den habe ich aber, das stand da so irgendwie 25 Mal gehört oder 29 Mal, das finde ich nicht viel. Und dann damit ist er mein Top-Song geworden. Hallo, ich habe das Album hoch und runter gehört und zwar alle Songs. Sieht man auch. Der zweite ist dann Willow und der fünfte ist Champagne Problems, was mich aber auch wundert, weil zum Beispiel. Es gibt viele Songs, die ich mag von Taylor Swift, zum Beispiel August oder All Too Well jetzt. Naja, aber Zahlen lügen ja nicht. Also Plays. Ja, nee. Aber es wundert mich ur. Aber hast du nur Taylor Swift Songs in den Top 5 Nein, ich habe Songs? die 3 und die 4 sind Mood Ring von Lorde und Solar Power von Lorde. Hm, okay. Solar Power habe ich wirklich oft gehört. Das Ja. macht Sinn und Mood Ring auch. Und die anderen habe ich auch oft gehört, aber ich habe einfach, ich weiß nicht, mir fehlen da ein paar. Ja, im Grunde ist es ja auch egal, weil man weiß ja auch nicht, wie oft man die wirklich abgespielt hat. Das wäre ja cool, wenn die bei den Top 5, ich würde doch gerne wissen, Ja. wie und wie oft ich den zweiten Song gehört habe oder so, aber Songs ist eh egal. Eigentlich so Künstlerinnen, das ist das Coolste, finde ich, die man oft gehört hat. Und die Top 100 wundert mich eh. Da sind so Songs drin. Hä? Die Machst du denn? Flippers? Was machst du? Nein, was machst du denn in meinen Top 100, denke ich mir. Und dann bist du nicht von mir vielleicht. Ja. Das wäre cool. Das wäre wild. Lied auf Spotify. Aber es gab ja auch dieses Spotify-Podcast und so. Was hast du am meisten für Oh, Podcasts das gehört? ist mega langweilig, mich. Ist eigentlich egal, Ich also. höre lieber auf Apple Podcast. Oh, Ja. edgy. Ja, weil auf Spotify ist für mich nur Musik und tatsächlich Hörbücher. Und dann kannst du die ganzen Spotify Original Podcasts ja gar nicht hören. Die gibt's doch alle nicht bei Apple. Ja, aber es keiner, da interessiert mich keiner. Echt? Ich habe Herrengedeck gehört, der ist jetzt aber vorbei und jetzt hat die Laura wieder den neuen Podcast und der ist auf Apple Podcast auch erhältlich. Leute, hört einfach Podcasts, wo ihr Podcasts hören Ja, und wollt. dieser Podcast ist jetzt nur auf YouTube tatsächlich. Nur auf YouTube? Ja. Das ist ja cool. Tut mir leid, das müsst ihr leider irgendwie auf dem Laptop oder so, das müsst ihr an irgendwie anlassen. Gut, da haben wir das jetzt ja auch lang und gut durchgesprochen. Ansonsten, also ich muss sagen, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und nur deine Playlist So, kennenlernen du würde, würdest mich verlieben. dann würde ich den Kontakt abbrechen. Was soll das denn jetzt heißen? Über die Nein. Musik? Nein. Über die Musik findet man sich. Und was ist romantischer als ein Haftbefehl-Song am Abend bei Kerzenschein? Rap mal was von ihm, bitte. Ich rappe hier überhaupt nichts. Ich kenne nichts von ihm. Ja, das ist jetzt aber auch das falsche Format. Weißt du, was wir immer gehört haben? Und ich explodiere. Wie ging das denn? Haben Arme, meine Freunde zu ignorieren. Gibt es ja Da, 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 vom neuen da. Kasper-Album. Und ja. Ist leider nicht, gar nicht drin. Ja gut, aber muss ich auch sagen, wenn ich dein Faktenblatt da gesehen hätte von Spotify, was du am meisten hört, ja, ich würde so ein deutsches Wort wollte ich jetzt benutzen, dann hätte ich auch Kartoffel? weiter geswiped. Sag ich mal so, next. Oh. Ja. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute, also nicht nur Männer, auch Frauen, alle, warum die Taylor Swift so uncool finden. Ich sagte, es ist halt immer Unwissen. Weißt du, es ist einfach Unwissen, weil Taylor Swift ist toll. Ja, ich höre jetzt durch dich eh mehr Taylor Swift, aber. Und merkst du, was sie für eine Brides Ja, geholt aber ich würde hat? jetzt nicht in Ohnmacht fallen, wenn ich sie auf der Neubaugasse in Das wäre Wien sehen schlimm, wenn du würde. sie sehen würdest und ich nicht. Ja, ich finde diese Community, die sie da hat, das finde ich halt krass. Die Swifties. Ja. Grüße gehen raus an alle Da Swifties. bin ich einer. Was ist sie? Die Musikindustrie. Ja, ich habe mit Konstantin geprobt. Ja, das muss ich jetzt sagen, dafür kriege ich 5 Euro. Und and you were tossing me the car keys. Nee, das weiß ich nicht, das habe ich F the vergessen. patriarchy, sagt er dann immer.
Und heute auf der Straße hat er auf einmal angefangen, one for the money, two for the show, hat er gesagt. Es überkommt mich einfach manchmal. Einfach. Und dann ist so ein Flashmob auf der Straße. Oh ja, und dann fangen wir an zu tanzen. Ich mache jetzt neuerdings auch fast täglich abends ein Konzert vor unseren Fensterfronten. Und gegenüber ist ja ein Haus, die haben ihre ganzen Fenster und Balkone zu uns raus. Und ich performe für die. Neulich wurde auch mal ein Rollo runtergelassen. Nein, neulich wurde Licht angeschalten für mich, so Glitzerlicht. Der war rauchend draußen und dann ist er rein und dann hat er, glaube ich, für mich sein Licht angemacht. Und darüber hat er seinen Stern angemacht. Also ich glaube schon, dass die mir sagen wollen, you go girl. Weiter so. Weiter so, wir lieben's. Aber ich sehe mich auch schon, dass die das irgendwie mich filmen heimlich und dann bei TikTok reinstellen und sagen, hey, was ist das für ein Song? Die crazy Alte, die tanzt schon wieder. Ja, Und damit ja, musst du natürlich rechnen. ja. Ja? Sonst musst du heimlich im Keller tanzen. Nee, das wäre schlimm. Aber ja, das liebe ich und das mache ich. Ansonsten ist ja gerade Weihnachtszeit und wir haben Adventskalender. Ja. Konstantin Mehrere sogar. ist ja stolz auf seinen Adventskalender, weil er stellt sich ein kleines Werkzeug, Tischchen, zusammen. Ja, es ist so ein richtiger Werkzeug-Adventskalender, wo so Sachen drin sind, die man eben braucht, weil nach dem Umzug vor allem mir aufgefallen ist, dass wir überhaupt gar kein vernünftiges Werkzeug haben. Also wir sind wirklich im Minusbereich von gut ausgestattet, sodass man sich für jede Kleinigkeit, die man irgendwie aufbaut oder die man bastelt schon, ich glaube, das könnte man noch nicht mal mit dem Stuff, was wir haben, sich was ausleihen muss. Und dadurch war das eigentlich ganz cool, dass man, ich habe schon mal länger, ein paar Jahre vorher damit geliebäugelt, aber ich habe immer von meiner Mama einen selbstgemachten Adventskalender bekommen. Das war immer sehr cool, aber in diesem Jahr hatte sie dann die Idee, ja, das muss ich ja jetzt hier nichts zusammenstellen, obwohl sie es wahrscheinlich sogar gemacht hätte, aber dann das noch von Deutschland nach Österreich zu schicken, das wäre alles ein bisschen umständlich gewesen und dann habe ich mir den hier selber im Baumarkt geholt und ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe, glaube ich, eine Tasche und zwei oder Drei. drei Schraubenschlüssel jetzt schon, ja, Lieben bekommen. wir. Ja, das lieben wir komplett und ich freue mich, wenn ich irgendwann mal wieder was aufbauen darf. Oh, da hätte ich mal Neue Sachen. Möbel, irgendwas, ja, kommt ja eh. Ich habe übrigens eine Idee, was wir im Schlafzimmer machen bei der weißen Wand. Ja, das ist ein guter Cliffhanger fürs nächste Mal. Erzähl du doch erstmal von deinen. Du hast ja eigentlich zwei Adventskalender, wenn ich Der das eine richtig. gehört mir, der Tee-Adventskalender, den habe ich von dir bekommen. Weiß ich gar nicht, ob du den jetzt endlich bezahlt hast, war ja dein Natürlich, Wetteinsatz. vielleicht habe ich dir den gegeben. Vielleicht. Und der andere gehört uns eigentlich zusammen. Das ist ein Das wusste ich gar nicht bis jetzt. Gewürz-Adventskalender. Dann mache ich aber morgen mal die 5 auf. Nein. Da darf ich auch mal jetzt was aufmachen. Na gut. Und der rasiert richtig. Also jetzt haben wir gerade einen Kurkuma-Latte getrunken. Bumm. Mega lecker. Warum sagst du das so trocken? Ne, das war sehr lecker. War wirklich lecker. Und wir waren jetzt auch gerade im Dance, da haben wir auch kleine Geschenkchen gekauft, also so kulinarische Köstlichkeiten des Geschenkens. Sind gern gesehen immer und schenke ich gerne. Aber Weihnachtsgeschenke kaufen ist gerade irgendwie schwierig. Also Hier ich habe in noch Wien nicht vor allen Dingen. angefangen. Ja, es hat alles zu, obviously, aber ich habe auch keine Ideen damit mal angefangen. Und bei Bewusstsein bewichteln wir uns. Und das ist auch wild. Wissen alle, was der Bewusstsein ist? Der Bewusstsein ist der Social Media Führerschein, den ein Was ist das Verein für so sich. eine Vorlage für irgendwelche Werbung? Nein. Aber wir haben tatsächlich jetzt die letzten Tage sehr viele Bestellungen reinbekommen. Mehr als überhaupt jemals, glaube ich. Weil ein pädagogisches Fachmagazin, März Zeitschrift heißt es, auf Instagram. Wie der Monat oder wie der Politiker? MERZ. Also wie der Politiker. Oh. Ja, jedenfalls haben die uns gepusht. Also sie haben von uns erzählt. Und irgendwie habe ich gehört, das war vielleicht auch eine Zuschauernase von mir. Falls du das hörst, tausend Dank, weil du hast ins Unendliche gepusht. So. Und es kamen schon ein paar Bestellungen rein und da freuen wir uns sehr, weil wir sonst nur auf Workshop-Basis Geld einnehmen und der Privatverkauf nicht so läuft. Aber
dadurch haben sich eben ein paar, ich glaube teilweise LehrerInnen mit Väter eben auch so ein Bundle gekauft und da freuen wir uns riesig. Und vielleicht ist ja auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Also wenn ihr jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk habt und ihr kleine Cousinen, Cousins habt oder kleine Geschwister, Ja. das kann ich auch an meine kleinen Geschwister Du schenken. hast keine kleinen Geschwister. Natürlich habe ich zwei kleine Geschwister. Stimmt, aber nicht so klein. Also. Ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr von dir. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Was ist dein Lieblingssandwich? Mein Lieblingssandwich ist. Ich habe so lange kein Sandwich mehr gegessen. Es wäre wahrscheinlich mit Käse. Käse-Sandwich. Käse und was noch? Wie viel habe ich denn drauf auf Na, dem wie so ein Sandwich? Zap. Wie so ein Zap. Ach so. Oh, das wäre schon zu kompliziert, das zu erstellen. Was nimmst du denn bei Subway immer? Den letzten Sub, den ich gegessen habe, das war, glaube ich, veganer Chicken Teriyaki, oder? Der Beste. Oh mein Gott, ich habe mal so Lust wieder auf Subway. Ja, das hatte ich. Die Aber Frage ist eher nicht, was nimmt man für ein Sandwich, sondern was isst man für ein Sandwich? hä? Also, was bist du für ein Sandwich? Ach so. Ich habe nicht so viel Flavor. Ich wäre auf jeden Fall fancy Brot und richtig langweiliges Innenleben. Echt? Ja. Ich wäre andersrum. Ja, aber dann würde das halt trotzdem niemand kaufen. Weil das Brot schon so langweilig aussieht. Ich kaufe für nichts. Und 50% vor Ladenschluss. By the way, weil du gerade das Thema aufgemacht hast mit Käse und veganer Sub und so weiter und so fort, Leute fragen immer, Vielleicht ob du erfahren wir mal Coronas vegan, Genie. ja, ob, das ist eine sehr musikalische Folge, ob du vegan bist, beziehungsweise wie ich damit umgehe, dass du nicht vegan bist. Also Böse. gerade zum, hä? Als ich wäre umerzogen, wurde ich. Quatsch. Am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hat Konstantin noch eher Fleisch gegessen. Aber wenn wir zusammen gekocht haben, dann eigentlich immer vegan. Das, ja, aber was heißt eher Fleisch essen? Das. Noch mehr Fleisch gegessen halt. Und du bist dann Ja, mehr Veggie ja. geworden. Aber ich habe wenig Fleisch schon gegessen. Ich kannte die vegane Küche bis dato, also bis wir uns kennengelernt haben, gar nicht so richtig. Also ich wusste natürlich, was das ist. Aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da war es ja auch Ja. nicht so vogue, wie es jetzt ist. Das für mich krass ist, ist immer noch, dass mein Bruder 100% vegetarisch geworden ist. Also jetzt eigentlich seit einem Jahr ist er vegetarisch und hat es auch weiterhin durchgezogen. Also er isst schon hier und da, glaube ich, Fisch. Fleisch isst er aber eigentlich nicht mehr. Und das ist auch natürlich so einer, der gesagt hat, ich werde nie vegetarisch und Nora, was für ein. Also meine ganze Familie hat mich ausgelacht, dass ich Vegetarierin und Veganerin geworden bin. Aber er hat halt diese Doku gesehen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die hieß, wo es um diese Sportler ging. Fällt es mir ein? Nein. Und dann hat er es einfach mal ausprobiert. Und jetzt ist er Veggie und ich freue mich total. Ja, es geht aber ja auch um mich jetzt. Ich wollte bloß sagen, dass es auch bei den größten Verweigerern möglich ist. Und Na, du bist. nee, es ist nicht bei allen möglich. Eher bei Nicht bei jüngeren allen, nicht Menschen, bei also bei, allen. bei älteren Menschen, glaube ich, ist es schwieriger. Bei Eltern brauche ich es gar nicht probieren, aber so. Für mich wäre es eher, denke ich mal, am Anfang vor allem eine Horizonterweiterung, die man hatte. Man hat ein bisschen über den Tellerrand geguckt, was es noch so gibt. Im wahrsten Sinne. Wie man statt Käse oder ich zum Beispiel, was ich krass finde, statt Parmesankäse, dieses, was sind das, Hefeflocken? Hefeflocken? So Sachen, also so Kleinigkeiten, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Das finde ich krass, das wusste man am Anfang nicht. Es ging mir da jetzt gar nicht so, vor allen Dingen nicht, also in erster Linie nicht um die Gesundheit oder so, weil ich mich ja als sehr athletischen, sportlichen Typen einschätzen würde. Aber eben, dass man auch andere Sachen einfach mal kochen kann. Und das ist gut in Erfurt, weil ja dahingehend das Problem, dass unsere Uni-Mensa jetzt nicht so viel vegane Gerichte hatte, wie ich das jetzt zum Beispiel Zum aus Anfang hin, Kantinen nee. hatte, zum Anfang an gar nicht. Und das Außer ist Nudeln gab es mal ja vegane Soße. voll. Aber dass man es dann selber gekauft hat, es war ja auch witzig, dass man dann in so Bioläden, da findet man natürlich immer alle Sachen, einkaufen war, wo ich dann letztendlich nochmal kurz in Erfurt auch gearbeitet habe. Grüße gehen raus an Alnatura. Sehr, sehr guter Laden. Vor allem die Filiale in Erfurt, die kann ich nur wärmstens empfehlen. Ganz tolle Leute arbeiten da.
Und das ja, war cool. Und mittlerweile, ja, also ich meine, ich lebe jetzt auf jeden Fall nicht vegan. Da würde ich mir so selber ins Fäustchen lügen. Also ich esse auch Käse. So, aber vegetarisch schon überwiegend. Aber dann auch gibt es natürlich auch manchmal Ausreißer. Köfte oder so. Ja, es gibt ja in Wien ist die, ja, so die Küche aus Kroatien oder so, die ist natürlich hier sehr vertreten. So Ostblock, würde ich jetzt sagen, Ostblock-Küche. Und Ja, da gibt es Ćevapčići und der ganze Kram. Das ist schon manchmal lecker. natürlich waren wir auch schon mal ein Wiener Balkan, Schnitzel mua. essen. Da habe Ja, ich ein du hast aber ein veganes gegessen veganes gegessen, ja. und du hast das normale gegessen. Ist ja auch normal. Normal. Ist normal, man muss halt bewusst konsumieren und mir ist es eigentlich auch egal dann. Also ich bin der Aber Letzte, was der würdest du da. denn raten? Also wie sollten Leute, wie, also VeganerInnen, mit ihren Boyfriends umgehen, die halt Fleisch und alles Mögliche essen? Naja, wenn da jetzt jemand gar nicht, Partnerin oder Partner überhaupt nicht drauf eingeht und sich dann immer noch in einer separaten Pfanne das Schnitzel brät, das fände ich jetzt schon nicht so nice. Hm. Weil. Aber was würdest du dir denn wünschen als Partner, der Fleisch isst? Das Partner, der Fleisch isst, Ja. dass alle Fleisch auch um mich rum Fleisch essen. Ist doch klar. Na, also jedenfalls meine Devise ist nichts vorschreiben, sondern vorleben. Ja, vor Leben, aber stell dir mal vor, du musst immer zwei Gerichte kochen. Na, ich koche das dann schon gar nicht, dein Ja, aber Fleisch. dann, ja, dann, genau, aber dann muss man ja, also das wäre Naja, ja das mega anstrengend. ist spaltet Aber wie so soll sie, vieles. also sollen, wenn ihr das jetzt gerade so macht und das so handhabt und euch aufteilt beim Shoppingtag und der eine geht zu Dance, der andere zum Metzger, aber es ist fair, dann macht es auch weiter so, das ist alles gut, aber also ich finde es für mich ein bisschen zu schwierig. Aber das ist ja auch so eine Sache, wenn ich liebe kochen, du nicht. Okay, wir lieben beide kochen. Und dann kocht man natürlich auch gerne. Und wenn man zum Beispiel jemand nicht gerne kocht und die andere Person gerne kocht, und das wäre ja genauso irgendwie, ich weiß nicht. Das sind jetzt nur so Vorlieben. Man muss immer respektvoll auf den anderen eingehen. Ja, aber ich glaube, keiner mag es irgendwie bevormundet zu werden oder gesagt, wenn du musst so und so. Ja. Es ist halt lustig, es ist auch ein bisschen wie die aktuelle Situation, es passt zur aktuellen Situation. Ich glaube, jeder darf seine Meinung haben, aber die Leute müssen sich dann auch, also Fakten anhören zur Tierhaltung, zur Gesundheit und so weiter und so fort, also Ja, aber muss jetzt nicht zur jeder bei Ethik. Greenpeace drin sein oder so. Und Nö, aber das. es ist ja alles, ich mache das ja nicht ohne Grund so. Weißt du? Und da, also man muss auch, man muss das vertreten, also faktisch vertreten können. Aber gut. Darauf erstmal ein Tillmanns Ja. Toasti. Ja, ihr Lieben, das war's von unserem ersten Was? Podcast. Ja, ich spreche Themen an und Konstantin sagt mir, dann schneiden wir alles raus, die letzten 10 Minuten. Deswegen Wir machen wir sind, nächste ja, Woche das weiter. stimmt überhaupt nicht. Wir sagen sowas nicht im Podcast. Das kommt jetzt auch raus. Da. Wir müssen uns noch finden. Aber Konstantin ist so gute Laune und ich will halt ansprechen, was mich bewegt. Aber gut, dann spreche ich das, was mich bewegt, halt in meinen Wie Videos immer, an. genau, wie immer in deinen Videos. Ja, mit dir mache ich nur Hier gute ist nur gute, Laune. hier richtig gute Laune. Wenn ihr gute Laune wollt, Ja, ist auch mal schaltet auch wichtig. mal ein. Ja. Aber mir kommen dann manchmal so, wenn wir Außerdem wollen reden. wir doch über uns reden oder über Sachen, die uns aufgefallen sind, über Alltagsgeschichten Ja, aber und das ist nicht mir ja gerade aufgefallen, was ich jetzt rausschneiden musste. Fakten, Fakten, Fakten. Und direkt am Anfang auch. Ja, aber das sind so, also Musste ich auch rausschneiden. da dreht man sich am Ende hier, da musste niemand was rausschneiden. Und das eine Thema von mir musste auch rausgeschnitten werden. Welches? Ja, das eine. Das Jetzt mach Großartige. Das dir sehr Witze. Lustige. Ja. Verrückte. Das darf ich dann hoffentlich in der nächsten Folge erzählen. Ja, klar. Wir wollen dich ja noch ein bisschen besser Ja, kennenlernen. so Sachen, ja. Das ist nämlich super interessant. Da Ja. gibt es auch einiges kennenzulernen. Erzähl uns doch mal was über dein Aussehen. Über mein Aussehen. Ja, damit die Leute mal ein Bild von dir haben. Ich bin groß. Das möchte ich eigentlich nicht sagen, alles. Das durfte ich selber so beschreiben. Rausschneiden! Wie würdest du deine Haarfarbe beschreiben? Eher blond oder braun? Straßengüterblond. Straßengitterblond und ein Glück ein bisschen länger jetzt, wo wir uns kennengelernt haben, da war es ganz Seitenfrisch. kurz. Seitenfrisch war super. Ja.
Ich mag das immer so ein bisschen länger beim Konsi-Ponsi. Er hat eine Brille, wie ich. Und auch ziemlich schlechte Augen. Wie ich. Wie ich. Wie wir. Und ihn ohne Brille zu sehen, was ich jetzt gerade tue, ist ja ungewohnt. Weil ich sie gerade ausgezogen habe. Ja. Und jetzt ziehe ich sie wieder auf, damit ich dich sehe. Hallo. Und ansonsten kann man nicht viel über ihn sagen. Er hat blaue Augen. Ja, also sonst gibt es nichts zu sagen. Und ich habe einen Kopf, zwei Arme, zwei Beine, Gliedmaßen, Ah, er hat. Füße. Und unter der FFP2-Maske würde mich niemand erkennen. Dich aber auch nicht. Ich sehe ganz komisch aus mit der FFP2-Maske. Ist mir aber auch Wurst. Bei mir sitzt sie auch nicht. Bei manchen Leuten sehen so gut aus mit der FFP2-Maske. Ich frage mich, ob die bestimmte Masken haben. Die Oder haben ob ich. bestimmte Augen. Die haben Ja. einfach so ein Gesicht und das ist so geschnitten und das sieht einfach gut Naja, aber wenn aus. das Gesicht so geschnitten ist, dass du die FFP2-Maske richtig aufsetzen kannst. Also bei mir zum Beispiel ziehen ja die Ohren dann nach vorne, weil ich habe so einen Eierkopf. Du hast überhaupt keinen Auerkopf, du hast Grübchen. Das ist nochmal ein wichtiger. Ja, die. Das ist Und wichtig zu sagen. ich hab, muss drei Masken anziehen, Schön, damit es dass du sitzt. nie ins Mikrofon redest auch. Man hört mich gut. Alles klar. Man hört mich gut, Freue ich oder? mich dann auf den Schnitt. Lasst ein Like da, wenn ihr mich gut hört. Und lasst auch ein Like da, wenn ihr mich nicht gut hört. Ja. Ja, also Das war jetzt ein Test, kleiner Testballon, den wir hier gestartet haben. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen rausschneiden. Wahrscheinlich ziemlich viele Sachen und am Ende haben wir soll ja auch. 15 Ich finde, es Minuten. sollen kurz, ja, es sind, sollten sowieso kurze Episoden sein, weil also über Viertelstunde finde ich schon zu viel. Gerade wenn man vielleicht mehrere macht. Hör auf, der muss mindestens 30 Minuten gehen. Boah, so lange. Aber wer hört uns denn so Ja. lange zu? Ich. Viele. Ich höre es mir sehr Ich viele. schwör's dir, ich Alle. schwör's dir. Alle. Und da müssen wir noch ein Oh. bisschen mal in die Themen Eine reinkommen. ganz wichtige Frage, damit auch wirklich das alle jetzt mal wissen, was machst du? Ich sitze gerade auf dem Sofa. Du studierst, hast du gesagt. Ich studiere an der Universität Wien und bin in meinem Und was? Master Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Wow. Ja, aber wissen Sie, was, dass wir denselben Bachelor haben? Ja, wir haben denselben Wisst ihr das? Bachelor. Wisst ihr das? Ich kann euch nicht hören. Okay, das wisst ihr. Genau, und ich habe noch einen Nebenjob, wo ich 20 Stunden die Woche arbeite. Es geht auch in die Richtung. Vielleicht erzähle ich das nochmal in einer anderen Folge. Als kleiner Ein bisschen Cliffhanger. genauer. Bisschen Das ist genauer. nämlich ein witziger Job. Vielleicht ja. Weiß ich ja nicht. Ja. Das ist ein witziger Job. Das ist vor allem ein verantwortungsvoller Job. Ein Du sehr verantwortungsvoller. verniedlichst den kleinen Job. So. Das ist ein toller Job. Und das ist natürlich jetzt ein starker Cliffhanger. Mal gucken, ob ich es noch erzähle. Und ja, das ist also. Mal schauen, wie lange ich noch brauche. Da sind sie Konstantin hat auch traurig. einen Freund in Wien, der war auch letzte Woche hier. Er heißt. Jan? Ja. Das, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, Jan. Ich hoffe, das ist okay. Und Jan ist vielleicht beim nächsten Podcast mit dabei. Ja, das wäre eine Wucht. Das wäre eine Wucht und das würde ich euch sehr gönnen. Eine gute Laune-Wucht. Glaubst du, wir harmonieren zu dritt? Und das finde ich nämlich mal eine geile Konstellation, weil sonst machen immer nur so zwei Männer Podcasts und diesmal. Es ist zwei Männer und eine Frau. Und die Gesprächsthemen sind endlos, würde ich sagen. Die sind wirklich endlos. Wie nennen wir den dann? Drei Deutsche in Österreich? Servus, Grüezi und Hallo. Aber ist ja kein Schweizer da und auch kein Österreicher. Drin. Naja. Den nennen wir Reden ist Gold. In Österreich. Österreich-Version. Gut, tschüss, bis bald. Bussi und Baba. Baba, danke fürs Zuhören. Ciao.